wir beginnen, hier sind noch einige Plätze frei. Sie können sich gerne hier hinsetzen, denke ich mal. Ich gebe das Feld frei einfach. Gut, ja, herzlichen Dank an Michael Kollmann und Regina Anzenberger hier für die Einladung, ja gewissermaßen den Starter hier zu machen. Sie merken, ich rede Deutsch. Es war ein deutschsprachiger Titel oder ein Vortrag erwünscht im Rahmen einer Einführung, ganz gezielt, auch mit dem Ansinnen, diejenigen, die noch nicht so profund tatsächlich in der Materie bewandert sind, einen Überblick zu geben angesichts der historisch oder dieser blühenden Landschaften, die uns gerade umgeben, stellt sich ja die Frage nach der Gewordenheit eben des Fotobuchs. Und Sie sehen das, ich habe das in einer Skizze jetzt mal zu fassen versucht, die notgedrungen dann auch etwas grob ausfällt. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verfolgen, wie sich tatsächlich in den letzten Dekaden der Blick, vor allen Dingen der Blick auf das Fotobuch selbst gewandelt hat. Insofern, how we look at them, in diesem verdeckten Zitat. Es soll hier um die Frage gehen, tatsächlich, wie wir auf Fotobücher eigentlich schauen. Warum hakt es? So. Ja, bei dem Boom, den das Fotobuch ja seit geraumer Zeit, seit gut einer Dekade erlebt, mag vielleicht eine solche Frage merkwürdig erscheinen. Fakt ist allerdings, dass zahlreiche Anthologien ja in der letzten Dekade publiziert worden sind, zahlreiche Books on Books. Der Kanon scheint gesetzt, das Feld weitgehend, zumindest aus historischer Perspektive, gesichtet. Und das Objekt dann eben auch gleichermaßen definiert. Und dennoch stellte sich mir im Vorfeld dieser Veranstaltung die Frage, womit wir es denn überhaupt zu tun haben, wenn wir von Fotobüchern reden. Nun, dass sich der Stand der Dinge zumindest unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten durchaus prekär verhält, möchte ich Ihnen gerne anhand verschiedener Spotlights auf das Fotobuch gerne erläutern. Um das Ergebnis einmal vorwegzunehmen, Sie führten mich allesamt zur Erkenntnis, dass das Fotobuch als Medium bis heute zumindest wissenschaftlich ein unbeachtet gebliebenes Desiderat geblieben ist. Und das hat natürlich seine Gründe. Und eine erste Vakanz in der Sache offenbart sich dann schon in der begrifflichen Festlegung, man soll es nicht erwarten, die ja normalerweise der Ausgangspunkt jeglicher analytischen Betrachtung sein sollte. Tja, was ist ein Fotobuch? Im Jahre 2008 haben mich Anna Gripp und Dennis Brudner, sind ja heute hier im Raum, einmal eingeladen, eine Beilage der Fotonews redaktionell zu betreuen, worum es damals ging. Sie sehen es, es ist das Fotobuch. Und wir wollten das Fotobuch thematisch umkreisen und ich entschied mich damals dazu, verschiedene Autoren zu gewinnen, die das Fotobuch eben aus unterschiedlichen Blickwinkeln, Tätigkeiten, und Fragestellungen einmal diskutieren sollten. Es sollte sich um ein buntes Patchwork handeln. Roland Jäger aus Hamburg war eingeladen. Er untersuchte das Programm eines Buchverlags aus der Weimarer Republik. Thomas Honnickel widmete sich der Frage des Layouts. Ferdinand Brüggemann resümierte über das japanische Fotobuch der letzten Dekade. Und Thomas Wiegand befasste sich dann mit dem Phänomen der Reprintausgaben. Tja, und als es dann daran ging, ein kleines Vorwort zu schreiben, folgte ich halt einem verbreiteten wissenschaftlichen Impuls, meinen Gegenstand lexikalisch zu fassen. Und das war schneller gesagt als getan. Obwohl der deutsche Terminus, wie ich heute weiß, schon seit mehr als 8 Jahrzehnten im bibliophilen Bereich genutzt wird, fanden sich in einschlägigen Fachlexika keinerlei Festlegungen. Auch der Blick in den Brockhaus, das Meyersche, brachte keine Erhellung. Und tja, da war ich halt verführt, einem Impuls zu folgen, der in Wissenschaftskreisen klassisch ein No-Go bedeutet, aber trotzdem jedermann macht. Klar, Wikipedia. Und tatsächlich, Sie lesen es, befand sich darin eine Definition. Ich weiß nicht, wie Sie darüber nachdenken. Sie hat in der Form bis heute überdauert und nicht nur für mich hat sie die überraschende Frage aufgeworfen, inwieweit wir Gefahr laufen, in Bezug auf unseren Gegenstand einander vorbeizureden, wenn wir von Fotobüchern reden.
Immerhin, die englischsprachige Version von Wikipedia vermerkt unter dem Terminus Photobook eine mediale Objektform, die schon eher unseren Erwartungen entspricht. Ja, um es mal zu zitieren, Sie lesen es. Photobooks are books where the work's primary message is conveyed by photographs. It may or may not have text. They are usually photographers' monographs, heißt es da. Und im Appendix werden dann tatsächlich dann auch die beiden dickleibigen Bände von Jerry Badger und Martin Parr aufgeführt, die ja dem Titel entsprechend im ja, fast Hegelschen Sinne The Photobook History bereithalten. Unweigerlich steht bei dem definitorischen Vergleich nicht nur für die Wikipedianer die Frage im Raum, formuliert sich zumindest im deutschsprachigen Bereich ein wie auch immer anders geartetes begriffliches Verhältnis zum Fotobuch? Nun, im Vorfeld des heutigen Beitrags habe ich mir dann nochmal die deutschsprachige Website angeschaut. Wie gesagt, sie hat immer noch den Eintrag aus dem Jahre 2008, sie ist aber bereichert, wie Sie lesen können. Ein Beisatz, der ein bemerkenswertes Raster von vorher und nachher bereithält und Subkategorien setzt, wie man nie lesen kann. Zitat, vor der Markteinführung dieser digital gedruckten Fotobücher bezog sich die Bezeichnung Fotobuch ganz allgemein auf ein gedrucktes Buch mit Bezug zur Fotografie, Bildbände, Fachbücher, Sie lesen es über fotografische Gestaltungsfragen, aber auch Fachbücher über fotografische Apparaturen, fotohistorische Bände oder Ähnliches. Tja, diese kategorale Einteilung in Bildbände, in Fachbücher, fotohistorische Bücher und so weiter und so fort, führt dann wiederum zu einer sehr grundlegenden Frage, worüber wir sprechen, wenn wir heute von Fotobüchern reden. Und bemerkenswert an diesem Beisatz ist meines Erachtens die ja, aufgeführte zeitliche Perspektive, die tatsächlich aufschlussreich ist, nicht nur mit Blick auf definitorische Festlegung. Daher möchte ich Sie gerne einladen, natürlich in gebotener Kürze mit mir, eine solche historische Entwicklung einmal nachzuzeichnen und nicht, ich betone das ausdrücklich, nicht eine Entwicklungsgeschichte des Fotobuchs, sondern, wenn Sie so wollen, einen historischen Spot auf die Fragestellung, wie man über Fotobücher nachgedacht hat in den verschiedenen Zeiten. Mit anderen Worten, how did we look at them? Ganz kurz, was ich Ihnen anbieten kann in den nächsten Minuten, ich denke, eine Dreiviertelstunde wird es dauern. In einem ersten Schritt gilt es, glaube ich, zunächst mal tatsächlich diesen historischen Bogen zu spannen, um die Gründe offenzulegen, ja, warum das Fotobuch eben an einem Punkt angelangt ist, wo es sich heute befindet. Der folgende Teil widmet sich dann etwas gegenwartsbezogener den Perspektiven und da sich ja hier im Raum sicherlich doch einige gestandene Fotografen und Kenner dann auch aufhalten, die auch als Fotobuchautoren tätig geworden sind, möchte ich dabei etwas außergewöhnlich vielleicht den Aspekt der Produktion, nicht der Rezeption, eben einen besonderen Stellenwert einräumen. Schließlich waren es, auch das ist ja eine Wahrheit des Fotobuchs, Fotografen, Bildjournalisten und Fotokünstler, die dem Medium besondere Inspiration eingehaucht haben. Und eine weitere Facette behandelt dann noch, ich hoffe die Zeit bleibt, die verschiedenen Ordnungssysteme, die mit der Sichtung von fotografischen und fotobibliografischen Beständen verbunden sind. Tja, gerne möchte ich, was unseren historischen Fokus anbelangt, mit einem Zitat anfangen. Einem Zitat aus dem Jahre 1950. Und die Zukunft, Voraussetzung ist, dass das Fotobuch genauso wichtig für den Fotografen ist wie eine gute Kamera. Und er wird überzeugt sein, wenn er nur einmal am eigenen Leibe erfahren hat, welch ein Schlüssel zu den größeren und schöneren Möglichkeiten der Fotografie, Buch und Zeitschrift sind. So zukunftsweisend formulierte das der deutsche Verleger Wilhelm Schöppe, signifikanterweise eine schöne Quelle, im Katalog der allerersten Fotokino-Ausstellung, wie sie damals noch hieß, die in Köln 1950 stattfand. Und wie wir wissen, hat sich dieses Bewusstsein nicht nur im deutschsprachigen Bereich, sondern auch international erst ja
zeitverzögert entwickelt. Und natürlich dürfen wir darüber spekulieren, ob es, ja, ob es so etwas wie einen Anfangspunkt dieser Entwicklung gibt, ob er zu fassen ist. Ich meine, ja. Für den deutschsprachigen Bereich zumindest war er mit einer Frage verbunden, dieser Startschuss, die im Frühherbst 1984 auf eben jenen publikumsträchtigen Bilderschauen der Fotokina in Köln gestellt wurde und die in diesem Jahr erstmals ihr Augenmerk auf den Themenbereich der gedruckten Fotografie gerichtet hat. Hier sehen wir das Cover des Katalogs. Unter der Rubrik 140 Jahre Fotobücher wurde hierin programmatisch die Bedeutung des Druckmediums für die Verbreitung und Fortentwicklung der Fotografie herausgestellt. Bücher über Fotografie, heißt es dort, genauso wie Bücher mit Fotografien, haben unser Denken und Wissen über die Fotografie wesentlich mitgeprägt. Es war ein nüchternes und ich glaube auch sehr folgenreiches Statement, dem sich dann aber auch sogleich jene Leitfrage anschloss, die bis heute, glaube ich, virulent und zum Teil auch unbeantwortet geblieben ist. Ich zitiere, welche Bücher waren es, die hier den größten Einfluss auf die Weiterentwicklung des Mediums Fotografie gehabt haben? Im Rückblick, glaube ich, kann man wohl behaupten, dass mit der Beantwortung dieser Frage die erste repräsentative Sichtung verbunden war, zumindest in Deutschland, vielleicht auch international, die zum Thema Fotobuch durchgeführt worden ist. Kenntnisreich, glaube ich, Sie können das anhand hier der Innenseiten etwas nachvollziehen, vereinte der Katalog insgesamt, es waren 49 Fotobücher in Konabeln der Fotobuchgeschichte, die bibliografiert und in Buchcovern abgebildet wurden. Die Auswahl reichte von Talbots Pencil of Nature aus dem Jahre 1844, wie Sie sehen, bis zu Etrochet's Every Building on the Sunset Strip, damals noch gar nicht so alt, 1966, und den anonymen Skulpturen von den Bechers. Selbstredend kann man davon ausgehen, dass eine solch hochkarätige Buchsammlung auf dem Sammlermarkt heute ja kaum mehr zu erwerben wäre. Aus der Rückschau, also aus heutiger Perspektive, sind, glaube ich, zwei Aspekte dieses allerersten Rankings von 1984 bemerkenswert. Erstens versammelte das zusammengestellte Konvolut sowohl Bildbände als auch Schriften über Fotografie, also etwa Daguerres epochale Anleitung zum Gebrauch des von ihm entwickelten Bildverfahrens. Und dies ausdrücklich, und das halte ich heute auch wieder für spannend, unter einem Fokus der Rezeptionsgeschichte, der Wirkungsgeschichte. Zweitens, was die Zusammensetzung der internationalen Jury, die, glaube ich, ein prägnantes Schlaglicht auf die veränderte Sichtweise wirft, die das Fotobuch seither erfahren hat. Das 13-köpfige Expertengremium bestand damals neben den drei US-amerikanischen Museumskuratoren Robert A. Zubiesek, Ann Tucker und Stephen Yates, sowie den Universitätsgelehrten Margaret Harker und Bowman Newhall und 8 Mitgliedern der DGPH. Darunter waren bekannte Namen wie Helmut Gernsheim, Alfred Gruber, Frank Heidmann, Fritz Kempe, Rolfer Kraus und Alan Porter, der damals Gastkurator der Bilderschau war. Es handelt sich hierbei um eine, ja, doch kleine Schau international namhafter Connoisseure der Fotografie, die das Multiplikationsmedium Buch früh als ein unverzichtbares, und darum geht es, Informationsmittel zur Fotografie einzusetzen wussten. Denn, das müssen wir uns vor Augen halten, das Fachwissen blieb seinerzeit einer Minorität vorbehalten. Was bedeutete, dass das Büchersammeln in einem fast enzyklopädischen Ausmaß, ja, unumgänglich war, wenn es galt, selbst ein Bild über die Geschichte der Fotografie zu gewinnen. Man sollte, glaube ich, was das Fotobuch anbelangt, die Geburt des Sammelns fotohistorischer Literatur aus einem, ja, Grundimpuls der Wissensaneignung in Erinnerung rufen, denn diese, glaube ich, legte ja letztlich das sehr breite Fundament, auf dem sich erst ein Bewusstsein für den Eigenwert des Mediums entfalten konnte. Hier exemplarisch auch noch für den deutschsprachigen Bereich eine Publikation
von Frank Heidmann aus dem Jahre 1976. Sie sehen den Titel, ne? Explizit die Frage, wie finde ich tatsächlich fotografische Information? Beispielhaft ist auch diese Bibliografie, eine Fachbibliografie, gleiches lässt sich auch für den angelsächsischen Bereich aus dieser Zeit nachwenden, sehen, die deutsche Fotoliteratur 1939 bis 1978, es waren Antiquare und Connoisseure, wie gesagt, und ich würde mal behaupten, auch dieses Kompendium ist bis heute unverzichtbar geblieben. Wichtig war, dass diese Privatbibliotheken jener frühen Sammler und Institutionen heute den Grundstück wichtiger öffentlicher Museen und Museums- und Universitätsbibliotheken bilden. Und das nicht nur ja auch in Deutschland, sondern eben auch in anderen Ländern. Ja, in Persona lässt sich die vielseitige Verwobenheit mit der Fotografie im Buch als Informationsmittel, glaube ich, sehr schön an der Person von Karl Steinort belegen. Steinort war der eigentliche Ideengeber und Initiator der damaligen Sichtung auf der Fotokina 1984. Er war langjähriger Präsident der DGPH und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Kodak. Und somit, wenn Sie so wollen, war er so eine Art Schlüsselfigur, ja, der 70er bis 90er Jahre in Deutschland und hatte doch eine eindrucksvolle Machtposition dann auch inne. Und auch bei ihm paarte sich so eine bibliomanische Sammelpassion mit Wissbegierde und Kennerschaft. Und Steinorts Sammlung von 15.000 internationalen Buchtiteln, aber auch Zeitschriften zur Fotografie gelangte 2003, auch dank der Vermittlung von Manfred Heiting, an die Kunstbibliothek der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz. Und seit einigen Jahren ist sie ja dort auch einsehbar. Also wenn Sie so wollen, haben wir hier ein Kompendium, was wirklich, ja, wenn Sie so wollen, wie ein Gedächtnis hier operiert. Wie engagiert dieser passionierte Fotobuchsammler Steinorts eben nicht nur Bücher sammelte, sondern auch diese damit verbundenen Kenntnisse zu streuen wusste, belegt hier, finde ich, sehr schön, eine kleine Rarität, die Reihe Steinorts Fotobuch Notizen, die zwischen 1981 und 85 als Beiheft des Fachjournals Color Photo erschienen ist. Und neben Rezensionen enthielten diese Jahresbroschüren auch persönliche Empfehlungen. Also wenn Sie so wollen, haben wir hier den Anfang der Kritik, auch zumindest in der Nachkriegszeit. Im Vorwort der letzten Ausgabe, die auch ein Register dieser rund 250 Buchbesprechungen enthalten hat, bezeichnete der Münchner Verleger Joachim Richter das Periodikum als, ich möchte das mal zitieren, zuverlässigen Wegweiser durch die recht unübersichtlich gewordene Landschaft der Fotobuch-Neuerscheinung. Wie gesagt, wir reden von den 80er Jahren. Schauen Sie mal, was draußen passiert gerade. Nun, wie sah es denn damals in jener Zeit in Amerika aus? Im Jahre 1986 wurde Alex Sweetman, ein Fotohistoriker, von der Leitung des California Museum of Photography in Riverside eingeladen, einen Text für das institutionseigene Bulletin zu verfassen, der einmal in groben Zügen die historische Genese des Fotobuchs nachzeichnen sollte. Und das Ergebnis, wie ich finde, ist sehr überzeugend gewesen. Der Essay, es ist ein Essay dieses US-amerikanischen Fotohistorikers, trägt den Titel, Sie können es vielleicht lesen, Photographic Book to Photobook Work, 140 Years of Photography in Publication. Und er lieferte nicht nur eine erste kenntnisreiche Übersichtsdarstellung, wie sich aus diesen beiden Medien, Buch und Fotografie, tatsächlich dann eine autonome Ausdrucksform entwickeln konnte, sondern erwartete zugleich, und das finde ich auch heute noch spannend, mit einem umfassenden Kriterienkatalog auf, nachdem die spezifische Qualität so eines einzelnen Fotobuchs zu beurteilen sei. Und ich glaube, manchen Kriterien kann man heute noch Gültigkeit attestieren. Und zugleich erstaunt es, finde ich, dass Sweetman schon damals auf ein Paradigma aufmerksam machte, dem im Segment des Fotobuchs, glaube ich, eine weitaus größere Bedeutung eingeräumt werden muss als bei anderen Medien. Auch ein kleines Zitat. The complementary aspect of temporality is even greater importance in relation to the phenomenon
of the photo book work and the historical development of vision. Also mit anderen Worten, Sweetmans Fokus lag damals schon eben auf dem Zeit, man kann auch sagen auf dem Rezeptionsfaktor. Tja, wie ging es weiter? Es ist, glaube ich, wenig erstaunlich, dass in Folge ja, erste reflektierende Projekte zu Fotobüchern in Form ja, von Selektionsprozessen dann auch stattfanden. Hier ein Beispiel, ich glaube, es ist auch nicht so bekannt, eine Publikation der Photographic Society in Texas, Sie sehen, ne, Library ist es überschrieben, 2001 erschienen und unter der Aufgabenstellung Building a Photographic Library hat sie damals, und das ist das Novum hier in dieser kleinen Publikation, nicht selbst einen Kanon verfasst, sondern 20 Experten der Fotografie dazu aufgefordert, Meilensteine der Fotogeschichte, Fotobuchgeschichte auszuwählen. Und auch hier lag aber der Fokus noch ja, auf dem spezifischen Wissenselement der Bibliothek. Und Sie kennen es, ich halte das ganz kurz, der Paradigmenwechsel, ich denke mal, den meisten ist es bekannt, der erfolgte dann schon 1999 in Form dieses madrilenischen Katalogs Fotografia Publica, der ja auch eine Sammlung, auch das noch zur Erinnerung, eben eine Sammlung als Ausgangspunkt hat. Die Sammlung von, großartige Sammlung von Michael Kötzle. Und mit Nachdruck, und das war das Spannende bei dieser Publikation, feierte diese spanische Schau ja das Fotobuch der Zwischenkriegszeit ja als ein, sag mal, unverwechselbares Amalgam zweier gleichberechtigter Medien. Also das Buch geriet in den Fokus. Und die Überzeugungskraft zog dieses Unternehmen nicht zuletzt auch aus der hochwertigen Gestaltung des Katalogs. Es gab ja mehrere andere Projekte, die sich explizit auch im Layout darauf bezogen. Nicht allein als Nachschlagewerk, sondern auch als hochästhetisches Produkt. Und seither, so möchte ich behaupten, dominieren fachkundige Sammler die Sichtweise auf das Fotobuch. Die jüngere Entwicklung auf dem Fotobuchmarkt ist ja allenthalben bekannt. Als ich dann infolge der Veröffentlichung hier von Andrew Ross und Martin Parr und Gary Batcher dann zunehmend ein Kanon etablierte, kam es dann zu einer Sonderentwicklung auf dem internationalen Buchmarkt, der zu einer zunehmenden Überhitzung führte, aber auch neues Wissen generierte. Hier die Publikation von Andrew Ross, hier den Band, den Sie mit Sicherheit alle kennen. Ja, seither gibt es kein Halten mehr, konstatiert in einer Rezension Stefan Koldorf im Zeitmagazin. Er tat dies mit Blick eben auf den zweiten Band von The Photo Book, A History, der ja 2006 publiziert wurde. Die subjektive Auswahl des britischen Fotografen ist ungewollt zum Kanon geworden, fand er, und zum Bestellkatalog. Ja, und dass der Boom zwar eine Vielzahl an Fotobuchsammlern, aber keineswegs eine fachkundige Kennerschaft generiert hat, zählt dann eben zu den, wie ich finde, Ambivalenzen dieser Entwicklung. Wer etwa die mit Fehlern durchsetzte Bibliografie zum Sammlungsbestand des Schweizer Sammler-Ehepaars Michael und Michael Auer durchgeblättert hat, der kann, denke ich mal, geneigt sein, hier tatsächlich von einer Fehlentwicklung zu sprechen. Die Sammlung ist gleich trotzdem großartig, keine Frage. Die im Sinne aber eines Wertschöpfungsprozesses, und das ist das Kalkül, was so merkwürdig irgendwie immer in der Schwebe ist, vorrangig eben einem Fokus, so möchte ich doch mal sagen, kritisch der Fetischisierung folgt. Soweit ganz kurz. Skizzenhaft diese historische Perspektive, die, glaube ich, den meisten von uns sicher bekannt ist. Und wichtig ist, glaube ich, dabei, dass wir uns vergegenwärtigen, dass solch eine Geschichte der Books on Books die Entwicklung ja auch aus einem ganz bestimmten Blickwinkel nur beschreiben kann. Also es handelt sich bei dem gerade skizzierten Szenario auch nur um die halbe Wahrheit, wenn überhaupt. Denn, how do we look with photographers' eyes? Zunächst ist ja festzustellen, dass es ja die Fotografen selbst gewesen sind, die ihre Arbeiten doch nur allzu gerne in Buchform vermittelt haben wollten, um ihre Arbeit eben einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Markant scheint etwa beispielhaft, dass Martin Parr ja zunächst als Fotograf
dann Büchermacher, dann auch Sammler und in Folge eben dann Kenner des Fotobuchs und schließlich ja zur Leitfigur einer ganzen Branche dann auch avancierte. Und diese Entwicklung beschreibt meines Erachtens dann eben auch eine spezifische Genese des Erkennens. Fangen wir also gleichsam mal, das ist meine Einladung, mit dem ersten Schritt an und fragen uns etwas spielerisch, inwieweit bei unserer Materie hier auch die Perspektive der Herstellung erhellend sein kann. Sie offenbart sich, glaube ich, dann am besten, wenn sich in Produktionsfragen ja, Profis an eine interessierte Kollegenschaft wenden. Die Frage ist für Sie dabei, how to make a photo book. Für Fotografen stellt das Buch ja seit jeher, so möchte ich mal sagen, eine reizvolle Möglichkeit bereit, die eigene Bildarbeit zu selektieren und, wie es Mino White hier beispielhaft das getan hat, analysierend einmal selbst in Augenschein zu nehmen. Und wie Sie an dem Zitat vielleicht sehen können, ja, ist das Anforderungsprofil für den Bildproduzenten ungleich höher. Was lag also näher, als das empirische Wissen des Büchermachens von Fotografenseite einmal weiterzugeben? Und was lag näher, als das genau im Buch zu tun? Der Auftakt dieser How-to-Do-Perspektive setzte denkwürdigerweise schon 1979 mit dem US-amerikanischen Fotografen Bill Owens ein, der mit Suburbia eines der erfolgreichsten Fotobücher der Dekade vorgelegt hatte. Seiner Abhandlung, Sie können es glaube ich lesen, Publish Your Photobook, Klammer auf, A Guide to Self-Publishing, Klammer zu, propagiert Owens dann ein, wie ich finde, beeindruckendes Independent-Credo im Sinne der ja, Autorenfotografie. Und wir sehen hier den Umschlag des preiswerten Covers. Sie können das Buch heute für 2-3 Euro bei eBay, auf Amazon oder wo auch immer da erwerben. Es ist ein Paperback und es mutet aber in mancherlei Hinsicht extrem, wie ich finde, aktuell an. So beginnt der Ratgeber dann auch mit einem sehr persönlichen Statement des Fotografen. Zitat, had my photographic books made me a lot of money, I would not have written this book, heißt es da direkt am Anfang. Aber ein zweiter Satz, der kommt zugleich, er sagt, I wouldn't need to, because I would be part of the establishment and enjoying its privileges. Na? Also Sie merken, es galt damals schon die Zielsetzung, in Sachen Fotobücher entweder reich oder berühmt zu werden, wenn überhaupt was gelingen sollte. In erfrischend amerikanischer Manier lässt er uns dann seiner Leserschaft auch schon im Vorwort wissen, dass er diesen Zustand gleichermaßen hasst und liebt und einmal mehr liegt, wie so oft bei den Fotografen, eine Passion zugrunde, die aber auch eine schöne Erkenntnis bereithält. Und noch ein Zitat, Books have a life. Books have a life of their own and make photography more accessible to people as they can be purchased and studied. Und neben Preistabellen am Adressverzeichnis amerikanischer Museumsbuchhandlung, es war ja damals alles sehr klein und niedlich, und etlichen Listen enthält dieses billige Paperback dann aber auch eine Vielzahl von Empfehlungen. Etwa, wie man gegenüber einem gestandenen Verleger den besten Vertrag aushandelt, falls man sich doch für einen Buchverlag entscheiden sollte. Und uns postuliert aber generell die Option des Self-Publishing, wie wir hier an dieser Skizze, glaube ich, schön sehen können. Und man bleibt schließlich sein eigener Herr und kommt gar nicht erst in die Gefahr, falsche Kompromisse einzugehen. Und auf Seite 37 seines Ratgebers hält Owens dann auch in einem 12-Punkte-Plan fest, ja, der Step-by-Step die Kunst des Selbstverlegens abhandelt. Und selbstredend, auch das ist, finde ich, sehr amerikanisch, sehr schön, endet dieser Plan auf, ja, mit einem Zitat, Congratulations, you are publisher. With the rights and the privileges, debts, and earning that go with the job. Good luck. Schön, ne? Das ist der Beginn. Einen ganz anderen Weg in der How-to-Do-Literatur schlug dann im selben Jahr der Fotohistoriker Thomas Dugan ein. 220 Seiten umfasst seine Hardcover-Ausgabe Photography Between Covers. Und er interviewte dabei 15 namhafte Fotobookmaker, darunter Ralph Gibson, Larry Clark, Eiko Ozur, Duane Michaels, Robert Adams, also wirklich ein Who is Who. Und auch heute finde ich diese
Gespräche durchaus noch eindrücklich und bereichernd und erhellend, weil sie kundgeben, dass ja es auch in der Frühzeit des Fotobuchs immer wieder ja, merkwürdige Zufälle und diffuse Ambitionen ausschlaggebend waren, die dann zu einem Meisterwerk geführt haben. Ein Beispiel, das erfährt man bei Dugan, der junge Larry Clark, ja, ist erst nach beharrlichem Drängen seines Freundes Ralph Gibson bereit gewesen, für Tulsa, Sie kennen es wahrscheinlich, überhaupt einen Dummy anzufertigen. Zitiere, I don't want to do it. Nobody wants to make a dummy of that book. They don't realize when you make a dummy, all the photographs change. It's a whole different scene. He forced me. He absolutely forced me. He screamed at me. Also, wenn Sie so wollen, der Leser lernt, dass Bücher machen kann auch eine hochemotionale Angelegenheit sein. So manches Statement durfte aber auch aus diesem Buch aus heutiger Perspektive durchaus entlastend sein. If you mean commercially, gesteht etwa Robert Adams, der große Robert Adams, freimütig zur Resonanz seiner eigenen Publikation. If you mean commercially, the books have all been disasters. Es sollte bis 1992 dauern, bis Dowie Lewis, der war damals noch Leiter des in Manchester beheimateten Verlags Cornerhouse, mit Publishing Photography, A Practical Guide, einen doch veritablen Leitfaden veröffentlichte, der sehr kenntnisreich durch das damals schon sehr eckreiche Labyrinth des Büchermachens führte. Und die Autorenschaft wechselte hier, und das ist wichtig zu wissen, da haben wir so einen kleinen, ich glaube, da offenbart sich schon so ein Paradigmenwechsel, hier die Autorenschaft wechselt hier von der fotografischen auf eine verlegerische. Die Perspektive ändert sich. Auch ganz kurz nur, neben den Anforderungen, die damals ja schon gab für die Drucklegung und den Buchhandel, berücksichtigte Lewis dann noch erstmals ganz ausdrücklich Aspekte des Designs und, wichtig, des Marketings. Lewis' hoher verlegerischer Anspruch nimmt dann auch die Entwicklung der letzten Dekade, wie ich finde, vorweg. Auch mal ein Zitat, da sehen Sie, er kommt zu einer qualitativen Definition des Fotobuchs, wenn er sagt, there are many books that use photographs for illustration, but very few that attempt to use photography as a medium of visual communication in its own right. Sie merken, das ist Lichtjahre entfernt von einer Wikipedia-Definition. Spätestens, auch das wissen wir jetzt ja seit dem Erscheinen des Katalogs, ich habe es eben angeführt, von Photographia Publica, sind dann weitere Ratschläge, auch ja, Versuche, der von Definition in die Öffentlichkeit gelangt. Ich möchte nur einen aussuchen, weil ich ihn heute noch den substanziellsten halte. Er findet sich tatsächlich in Martin Paas und Gary Badgers erstem Band von The Photobook of History. Er stammt von John Gossage, der gleich drei Kriterien erfüllt sehen wollte, die dann zum Gelingen eines überzeugenden Fotobuchs dann eben beitragen. Ich möchte das mal vielleicht ganz gerade von den, wenn hier junge Fotografen sind, mal vorstellen. Sie sehen es, ne? Klar gechaptert. Was sagt er? Natürlich muss zuallererst das fotografische Material ja großartig sein. Und darüber hinaus soll sich die fotografische Arbeit aber gleichermaßen auch aus der inhärenten Logik natürlich des Sujets, aber auch des Buches entwickeln. Und das gilt eben auch für das Buchdesign, auch das gilt es mit reinzunehmen, betont er, das ebenfalls zu dienenden Charakter haben soll. Und letztlich sei relevant, auch das ist wichtig, ob das gewählte Thema überhaupt von bleibendem Interesse sei. Ich glaube, pointierter als dieser erfahrene US-amerikanische Fotograf kann man so ein Anforderungsprofil an das Fotobuch nicht auf den Punkt bringen. Vor wenigen Jahren nun hat auch Martin Paar mit seiner Veröffentlichung Three Ways to Make a Book ein zeitgemäßes Statement, wie ich finde, abgegeben. Paar, kluger Kopf, ist ja clever genug gewesen, auf eigene normative Vorgaben zu verzichten. Stattdessen stellt er ja fast postmodern geschuldet mit den Fotografen Rob Hornstra, Mark Neville und Bart Sochedracher gleich drei jüngere Positionen vor, die selbst zu Wort kommen dürfen und von ihren konkreten Erfahrungen berichten. Auch das Bookselling im Übrigen.
Womit wir bei einer weiteren Frage angelangt wären. Tja, how to make a photo book with Steidl. Ich glaube, man darf konstatieren, dass es der begnadete Drucker aus Göttingen, wie kein anderer vermocht hat, seine verlegerische Arbeit und Könnerschaft im Sinne der Selbststilisierung und des Selbstmarketings zu überhöhen und zugleich seine Position im hart umkämpften Buchmarkt machtvoll zu lancieren. Ich frage mich des Öfteren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie viel Ironie in einem solchen Kalkül liegt. Vielleicht mag man auch hier von einem Fetischimpuls sprechen. Links sehen wir ein Cover einer englischsprachigen Broschüre mit immerhin 32 Seiten Umfang, um die Frage zu beantworten, etwas größer als DIN A4, ein paar Jahre alt, und wie man im Impressum erfährt, not for sale. Rechts das Coverbild, Sie kennen das vielleicht, eines Dokumentarfilms von Gerion Wetzel und Jörg Adolf, der vor einiger Zeit ja auch auf Arte ausgestrahlt wurde. So. Ja, was den Punkt der Orientierung anbelangt, möchte ich den Reigen, diesen Reigen der Ratgeberliteratur nicht abschließen, ohne den Verweis auf eine englischsprachige Neuerscheinung, die sich lohnt, wie ich finde. Wie Sie vielleicht lesen können, handelt es sich bei den Autoren einerseits um den namhaften Kritiker Darius Heims, der auch Mitbegründer von PhotoEye ist, und Mary Virginia Swinson, das ist eine Fachfrau für Marketing. Und ja, Sie merken, ne, es gibt da durchaus wieder Analogien zu Bill Owens. Und die Zielsetzung dieses Ratgebers, ich hoffe, Sie finden ihn hier auch auf der Messe, wird schon im Klappentext ganz ausdrücklich beschrieben. Da heißt es, publish your photo book is the first book to demystify the process of producing and publishing a book of photographs. Also insofern wendet es sich ja ganz ausdrücklich gegen jedwede verlegerische Fetischisierungsbemühungen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Analog zu Bill Owens Meisterwerk aus dem Jahre 1979 geben Heims und Swinson dann eben, und ich finde es sehr überzeugend, einen Handapparat, einen sehr probaten Handapparat des Büchermachens in digitalen Zeiten. Hier sehen wir eine Doppelseite, die die materiellen Parameter des Buches auch einmal für Laien einmal illustriert. Der Band, auch das denke ich mal, ist durchaus eine Qualität, enthält auch Gastbeiträge namhafter Verleger und Fotografen und geht auch immer noch der Frage des Self-Publishing nach. Und außerdem berücksichtigt er Aspekte des Designs, er benennt Referenzen, aber auch Meisterwerke. Er diskutiert Fragen etwa auch nach Limitierung und beinhaltet last but not least, wie wir hier sehen, auch eine Timeline, die ja dem Projektcharakter des Büchermachens auch innewohnt. Hier die betreffende Zeitschiene fand ich auch außerordentlich für das Marketing, das von Fotografenseite gerne vernachlässigt wird. Den Ratgeber darf ich auch deswegen Einsteigern und Kennern empfehlen, weil er doch eine Menge Informationsmaterial bereithält, etwa zu Verlagen, Distributoren, Fotofachbuchhandlungen, Festivals, dies ist hier noch nicht drin, aber wahrscheinlich in der zweiten Auflage, Blogs, die heute auch vorrangig die Foren der Kritik sind. Wie steht es mit Ihrer Kondition? Ja? Okay, dann würde ich dann tatsächlich den dritten Punkt, der ist auch nicht ganz so lang, noch anschließen. Lieben Dank. Dann sind wir fertig mit dieser How-to-Do-Perspektive, die natürlich keine wissenschaftlich-analytische ist, aber ich glaube doch eine Realität des Fotobuchbereichs. Wenn wir jetzt diesen Blick einmal wenden, von der Produktion auf die Rezeption, dann können wir, glaube ich, doch sehr rasch feststellen, dass in einem ersten Schritt ja Sichtungen, Selektionen erfolgt sind, die von dem Bemühen geleitet wurden, ja, nicht nur im Sinne der Wertschöpfung, sondern auch bestimmte inhaltliche Ordnungskriterien zu bilden. Also nicht in Form eines Kanons im Sinne eben dieser Wertschöpfungsstrategien, sondern motivische Gesichtspunkte sind entscheidend. Und auch hier darf man die Frage stellen, aus historischer Perspektive, wann beginnt das? Tja, ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es den Anfang markiert, arbeite noch dran. Ja, was liegt nahe? Ja? Stichwort Ordnungssystem, Bücher zusammenzustellen, eine Logik zu entwickeln aus dieser Masse, amorphen Masse der Buchliteratur.
Ich glaube, ein sehr naheliegendes Ordnungssystem liegt in räumlichen Parametern begründet, natürlich auch insbesondere in nationalen. Und was spannend ist, für die Niederlande haben das Rex Suhrmond und Matti Boom, das sind zwei Bibliothekare, schon 1989 beispielhaft geleistet. Wir sehen hier das Cover ihres Ausstellungskatalogs Foto in Umslag, het Nederlandse Documentaire Fotobook na 1945. Mittlerweile liegen solche Auswahlsichtungen, die stets auch natürlich auch einer Chronologie folgen, auch für Finnland, für die Schweiz und dank des Engagements von Manfred Heiting auch für bestimmte Zeiträume zumindest für Deutschland vor. Der Trend zu topografischen Systematisierung und Sichtung schlägt sich erwartungsgemäß aber auch in kleineren Einheiten nieder. Städte bieten sich ja geradezu an, das Genre der Stadtbildbände, klar. Sicher ist zum einen Eyes on Paris zu nennen, dieses großartige Ausstellungs- und Buchprojekt von Michael Kötzle, oder auch diese wunderbar differenzierte Buchselektion von Michael Ponstingel, den ich hier begrüße, der, ja, Bildbände über Wien, ich hoffe, Sie kennen es, im Fotobuch einmal systematisch gesichtet und ausgewertet hat. Und seine Analyse, Sie sehen den Shift hier drin, ist geleitet von der Frage, welches Bild dieser Stadt im Fotobuch kommuniziert wird. So auch hier in einer sehr offenen Sichtung, also wesentlich weiter gefasst, auch definitorisch, in einer Buchanthologie über meine Heimatstadt, die vor 2 Jahren erschienen ist. Das ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen einem Stadthistoriker, Werner Schäfke, und einem Antiquar, Roman Heuberger. Sie sehen, es trägt den Titel Köln und seine Fotobücher. Und man beachte bitte, ich weiß nicht, kann man es lesen? Man beachte den Untertitel, Sie merken, ne, Capriolen. Da heißt es Fotografie in Köln, aus Köln, für Köln. Im Fotobuch von 1853 bis 2010. Ich weiß nicht, was die Herren da bewogen hat. Wahrscheinlich ist es verkaufsfördernd, dass dreimal der Stadtname auftaucht. Aber was natürlich auch klar ist, es beleuchtet tatsächlich die Thematik aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und dabei finde ich, ist es am interessantesten, wenn schon so eine Blickschärfung erfolgt, wenn solche Sichtungen, also so solche topografisch geleiteten Sichtungen, einen Reflexionsmodus sich aneignen, wenn sie vor allen Dingen einen Außenblick werfen. Und eine Publikation aus den Niederlanden hat das einmal mehr vorexerziert, hier ein schmaler Band von Flip Bowl, der dem Thema Deutschland seit 1945 in den Augen niederländischer Fotografen nachgegangen ist, natürlich in Fotobüchern. Sie merken, ne, das ist natürlich auch eine Entwicklung, der Blick. Und die Selektionsprozesse werden immer differenzierter und kleiner. Die Spots werden kleiner. Auch für den deutschsprachigen Bereich lassen sich solche Beispiele einer Verdichtung für diesen Ansatz finden. Hier 2 Publikationen, die sich dem Spanienbild im Fotobuch widmen. Es handelt sich bei beiden Veröffentlichungen um Aufsatzsammlungen. Auch das finde ich schon methodisch interessant. Die unter anderem eben Einzelpublikationen, aber auch hier Hilscher fotografische Lebenswerke diskutieren. Eine andere Möglichkeit der Selektion bilden natürlich dann auch Gattungen, Genres und so weiter und so weiter. Hier ein bekanntes Beispiel aus der Aktfotografie, ein Buchprojekt 2007 in Paris erschienen von Alessandro Bertolotti. Hier geht es natürlich um die Aktfotografie. Einen ganz anderen Weg schlug dann ein Ausstellungsprojekt ein, das im Jahre 2003 in Bremen, Weserburg-Museum, realisiert worden ist. Der Katalog widmete sich unter dem Titel Ars Photographica dem Thema, auch das ist spannend, auch aus heutiger Perspektive, Fotografie und Künstlerbücher. Und gerade der Themenkomplex des Künstlerbuchs ist, wenn ich das richtig verfolgt habe, gerade auch jüngst in angelsächsischen Publikationen wieder verstärkt aufgegriffen worden. Was ja nicht weiter verwundert, wenn man sich die Entwicklung zu immer freieren und experimentierfreudigeren Bildessays in Buchform einmal vor Augen führt. Tja, eine grazile Schnittstelle zwischen Reflexion und Referenz, um mal auch auf ein aktuelles Beispiel zu sprechen zu kommen, bediente jüngst ein bibliophiles Buchprojekt, das die epochalen Künstlerbücher von Ed Ruscha, ich denke mal, Sie kennen sie, zum Ausgangspunkt hat,
Und ja, darin liegt der Eros quasi dieses Projekts, die Folgebände, nicht die Bände selbst von Rocher, sondern die Folgebände von Fotografen und Künstlern versammelt, die sich im Titel, in der Form oder in der Motivik explizit auf diese, wie es so schön heißt im Titel, Very Small Books beziehen. Sie rezitieren, sie variieren, sie parodieren. Und wenn Sie Interesse haben sollten, ich hoffe, auch dieses Buch könnte für Sie inspirierend, auch aus Sammlerperspektive natürlich sein, aber auch wenn Sie Bücher machen oder wenn Sie aus einem Gestus des Sammelns und ja, des Ordnens und des Betrachtens sich Bücher anschauen und vor der Wahl stehen, ne, allein im Kauf, im Erwerb, ne, für sich ein Profil zu finden. Ich glaube, dieses Buch ist sehr schön, weil es doch sehr inspirierend ist, tatsächlich auch mal andere Themenfelder, kleinere Nischenthemen, aber eben auch zu generieren und ausfindig zu machen. Und so komme ich dann auch fast zum Schluss mit einem aktuellen Verweis, der ebenfalls in diese Richtung geht, auch eine Empfehlung. Einen sehr innovativen Ansatz wählte kürzlich das Amsterdamer Periodikum Form Magazine, in dem es sich mit ja, aktuellen Beispielen, Sie sehen auch, das ist heute schon genannt worden, zum Thema Dummy auseinandersetzt, also die Buchentwürfe. Und Sie werden die Ausgaben hoffentlich dann auch hier finden. Last but not least sollte man natürlich auch ja, die Kategorie ja, eines Oeuvres natürlich anführen. Unzählige Fotografen haben ein umfangreiches bibliografisches Werk hinterlassen, wie wir wissen. Aber kommentierte Bibliografien gibt es gar nicht so viele, existieren, tun solche ja, Bibliografien oder es existieren Bibliografien von Martin Paar beispielsweise und Gabriele Basilico. Basilico, der ja kürzlich verstorben ist, hat diese Aufgabe, ich finde das auch sehr spannend und prägnant, noch selbst bewältigt und aufgearbeitet hier in diesem Buchwerk Fotobooks, ne? Sie sehen es, 1978 bis 2005, 2006 erschienen, also man müsste es noch geringfügig ergänzen. Tja, soweit. Erlauben Sie mir ganz zum Schluss eine Bemerkung. Es war eine Bemerkung, dass wir, ich hoffe, das ist deutlich geworden, uns immer noch, was die Aufarbeitung anbelangt des Fotobuchs, in einem Stadium ja, des Erfassens, des Sammelns und des Ordnens befinden. Und das belegen, glaube ich, auch jüngere Publikationen, etwa aktuell, wenn Sie sich umschauen, ich habe sie oben schon gesehen, ne, über Schweizer Fotobücher oder über das lateinamerikanische Fotobuch. Wir müssen also immer noch finden. Gewiss ist aber auch, dass sich mit den Umwälzungen des internationalen Buchmarktes, auch das werden Sie verfolgt haben, und eben auch den Möglichkeiten der digitalen Produktion und auch der Distribution, auch das Fotobuch in einer Umbruchsphase befindet und zumindest was den Markt angeht, den Absatzmarkt, durchaus in einer Krise. Zumal sich die Foren der Kritik und der Kommunikation zunehmend eben ins Internet verlagern und in die sozialen Medien. Aber dazu wird Ihnen dann mein Bruder Markus gerne zum Abschluss der Tagung Auskunft geben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.